Das ist das beste Experiment, das ihr bei EAFC 24 jemals sehen werdet, Freunde. Oder das dämlichste. Ich habe mir bei Ultimate Team ein komplettes Team mit dem Playstyle Plus Batterie gebaut. Das bedeutet, dieses Team kann laufen und laufen und laufen. Und dementsprechend wollen wir den Gegner so komplett zerstören. Mit purem Willen. Klingt doch gut, oder? Und wisst ihr, was auch immer wieder zerstört ist vom stundenlangen Zocken? Mein Nacken. Und da kamen Bob und Brad und haben gesagt, hey, Shibi, wir haben da eine Massagegun entwickelt. Willst du die mal testen? Ihr kennt mich. Grundsätzlich sage ich da nö. Aber dann habe ich das hier gesehen. Eine Mini-Massagegun in dem Design. Und jeder, der eine Massagegun hat, kennt das sicher. Beim Nacken hier, irgendwann hast du hier das Gefühl, du hast ein Dildo in der Hand und irgendwie ist das gar nicht mal so komfortabel. Und hier? So kann ich einfach stundenlang da sitzen, weil es bequem ist. Und ich weiß, hier sind viele Zocker, viele Fußballer. Und die haben Probleme hier und hier und hier, überall am ganzen Körper. Da habe ich mir gedacht, wenn ich euch ein Produkt empfehlen kann, was wirklich gut ist, was ich richtig nice finde, dann mache ich das auch. In der Beschreibung ist der Link. Wenn ihr Bock habt, checkt es gerne mal ab. Hat jeder schon gemacht, oder? Machen wir gleich weiter mit dem heutigen ultraheftigen Skill und da haben wir so ein stylisches Foul am Start. Darf man das eigentlich noch Foul nennen? Der Bruder hier versteht die Welt nicht mehr. Bruder, wie kannst du mir da Rot geben? War doch alles fair, war alles super. Ich kann es auch nicht ganz verstehen. Ich gebe dem Dude eine 9 von 10. Eure Bewertung ab in die Kommentare. Der ultraheftige Skill braucht eure Bewertung, um in den zukünftigen Videos wieder mit dabei zu sein. Deswegen schreibt rein. Sind wir ehrlich, Freunde, ewige Teamvorstellungen sind immer ultra boring, deswegen machen wir das jetzt ganz, ganz schnell. Doch Edwin im Tor. Scott in der Rechtsverteidigung. Kimmich in der Innenverteidigung. Konaté, der Pisser, der keine 90 gönnt, auch in der Innenverteidigung. Der Luca in der Linksverteidigung. Dorni Stach, ZDM. Gejaro, auch ZDM. Der King über links außen. Rodman, richtig wilder Name. Rechts außen. Bag. Omar Sava, ZDM. Und die Sophia im Sturm. Jawohl. Und jetzt wird jeder Spieler, der ein wenig Ahnung von FC 24 hat, sagen, Shibi, du wirst nur auf die Fresse bekommen. Weil das Team ist nicht schlecht. Das ist eigentlich recht Meta. Aber wir haben mittlerweile April und jedes gegnerische Team wird einfach besser sein. Werner Fantasy, Rolfe Fantasy, Mbappé, Eusebio und so weiter. Wir wollen das Team nicht schlechter reden, als es ist, aber es wird immer schlechter sein als das gegnerische. Das weiß ich jetzt schon, das wisst ihr jetzt auch schon, das ist absolut klar. Aber wir kämpfen ja damit. Wir wollen über die Ausdauer kommen. Batterie Playstyle Plus. Für alle, die das so ein wenig verpasst haben, seit FC 24 neu. Playstyles, manche Karten haben gewisse Fähigkeiten und wenn sie Gold sind, sind sie besonders gut. In dem Fall Batterie Playstyle Plus, Gold, unerbitterlich. Das heißt nichts anderes, als dass diese Spieler sich schneller regenerieren, eine bessere Ausdauer haben und natürlich auch besser pressen können. Genau davon wollen wir profitieren. Unsere Bank ist natürlich auch prominent besetzt, aber wir werden frühestens und auch nur, wenn es wirklich spannend ist, ab der 70. Minute wechseln. Vorher greift das Main-Team und dann, wenn man ab der 70. Minute hier diese Brecher bringt, hat man, glaube ich, auch nochmal einen richtig guten Vorteil. Ab der 70. Minute best volle Ausdauer, technical in dein Strafraum. Huh, ich würde Albträume bekommen. Und wir spielen genau mit einer Formation und zwei Taktiken. Die Hauptformation habt ihr eigentlich eingangs schon gesehen. 4-2-3-1, das wird unsere Formation sein, weil ich es einfach bei FC 24 allgemein für eine der besten Formationen halte, aber auch defensiv steht man gut, was bei Druck ja auch wichtig ist, weil was macht man mit Druck? Man verursacht Lücken. Gegner können kontern. Und wenn es dann nicht so gut läuft oder weil wir ja viel Ausdauer haben, haben wir nochmal dieselbe Taktik, nur mit ständiger Druck, dass wir wirklich immer Druck aufbauen können. Wie immer das Ganze nutzen, entscheiden wir, wenn wir das Experiment starten. Übermorgen beginnt die Weekend League, dann sehen wir uns wieder. Tschüss, ne? Hallo Freunde! Ich würde sagen, wir starten mal ganz geschmeidig, ganz entspannt und wir werden alle richtig schön kaputt machen.
Ja. Der Plan sieht wie folgt aus. Wir werden die ersten 10 Minuten normal reingehen. Also nur offensiv mit Pressing nach Ballverlust. Dann werden wir es mal so 15, 20, 25 Minuten mit ständigem Druck probieren. Weil wir werden uns ja schnell erholen. Und dann, ja, Richtung erste Halbzeit, ne, also Halbzeitpause, geht's dann wieder zurück auf normal offensiv. Jo! Cool. Wie gut. Ja. Zeit für sehr offensiv. Und wir haben nicht mal bei der Ecke hier jemanden mit Whipped Pass Playstyle Plus, ne? Wir können nicht mal unsere Eckentaktik machen. Wir probieren es trotzdem. Klasse. Okay. Junge, war's eine Lücke. Das ist ja echt nicht. Und Van der Sar, so eine Katastrophe, ich schwöre. Du Pisser. Das ist unglaublich. Man kann nichts machen, ne? Man kann nichts machen. So ein kleiner Hühner, ey. Pow, pow, pow! Okay, reicht schon wieder. Tja, Freunde, der Start, der war gar nicht mal so gut. Also von der Statistik her haben wir gar nicht mal so kacke gespielt. Er hat, wie erwartet, auch das viel bessere Team gehabt. Aber wie gesagt, das werden wir auch in allen anderen Spielen sehen. Und er war ein guter Gegner. Also auch mit normalen Team hätte ich da meine Probleme gehabt. Zum Einstieg, zum Weekend League Start. Ja, war das schon eine Nummer. Oh nein, ich bin noch nicht verzweifelt, aber wir müssen direkt nach dem ersten Spiel eine Planänderung vornehmen, Freunde. Hier, individuelle Taktiken, erstmal schön verdrückt, man kennt's. Und dann hier sehr offensiv, nichts mehr. Nichts mehr sehr offensiv. Wenn wir es unbedingt brauchen, weil wir, keine Ahnung, 80. Minute zurückliegen, ja. Aber grundsätzlich im Spiel ist es einfach dumm. Man hat einfach im Spielaufbau oder in der ersten Halbzeit, sage ich jetzt einfach mal, gar nichts davon. Teilweise entscheidet EA, ist der ständige Druck vorhanden, ja oder nein. Und was noch viel schlimmer ist, man hat hinten Lücken des Grauens. Und das ist eine ziemlich schlechte Kombination. Lücken hinten und deine Spieler gehen gar nicht richtig drauf. Obwohl es ja eigentlich ständiger Druck ist. Aber ständiger Druck bei FC 24 ist einfach nicht OP. Ist so. Wir werden nun quasi hauptsächlich, in welchem Bildschirm schaue ich, hier ist es schöner, 4-2-3-1 spielen mit Pressing nach Ballverlust. Das mache ich normalerweise in meinem normalen Team nicht, da habe ich glaube ich ausgeglichen oder so. Aber Pressing nach Ballverlust auf jeden Fall. Wir wollen immer ganz schnell den Ball wieder bekommen, so oft wie möglich den Ball haben, viel mit dem Ball anstellen können, einfach mehr vom Spiel haben. Das erhoffe ich mir hier. Mit dieser Taktik und wie gesagt, nur wenn es sein muss, wechseln wir auf ständiger Druck. Ansonsten werden wir das ganz genau so spielen. Wir werden definitiv was vom Batterie Playstyle Plus haben. Spiel Nummer 2, wir führen schon 1-0. Ich habe gewurschtfingert und jetzt erst aufgenommen. Ihr kennt mich, aber schauen wir mal, was wird. Und ich bin ganz ehrlich, Freunde, es ist eine krasse Gewöhnungssache hier erstmal ein komplett neues Team zu spielen. Danke EA, vielleicht noch ein paar Chancen, ja. Aber, ne, ich habe Sava mal gespielt, aber alle anderen nicht wirklich oder nicht in der Version. Das ist schon, ne, krass. Vor allem hauptsächlich Downgrades. Ich habe fast auf jeder Position bessere Spieler gehabt, aber ihr wisst, denke ich, was ich meine. Rodman, gefällt mir richtig gut. Das ist eine richtige Kämpfersau. Jetzt nochmal. Boom! Er steht hinten drin, ne, der braucht eigentlich 2 Tore. Das ist schon krass. Aber wir haben hier die Lücke. Ja. Was ein Schuss, Freunde. Wir haben die 70. Minute vorbei. Wir haben immer noch nicht gewechselt, weil wir ganz einfach gesagt haben, wenn wir nicht müssen, machen wir es nicht. Der erste Win mit unserem neuen Super-Duper-Batterie-Team ist am Start. Und die Statistik, Freunde, ne? Schaut euch das an. Eindeutig, oder? Und wir haben den Ball schneller zurückerobert als der Gegner. Mal schauen, ob wir das Niveau halten können. Jetzt kommen wir bis zum Finale im Schnelldurchlauf und dann schauen wir mal, was das Resultat ist. Let's go! Freunde, es ist soweit. Das war das letzte Spiel von unserem Experiment. Das haben wir glücklicherweise noch gewonnen. Hier schnell in die Spielinfo reinschauen. Und auch hier seht ihr mal wieder,
schneller den Ball zurückerobert. Allgemein würde ich schon sagen, der bessere Spieler gewesen. War aber trotzdem spannend. Wir haben die 11 Siege erreicht. Und wir haben sie nicht nur erreicht, Freunde, wir haben sie auch noch locker erreicht. 11-4 mit dem Team. Also, hätte ich nie gedacht. Ich wollte einfach nur mehr Siege als Niederlagen haben. 11 Siege wäre Traum gewesen. Und jetzt gehen wir mit einem 11-4 raus. Alles andere, bin ich ganz ehrlich, interessiert mich auch nicht, ob wir jetzt 12, 13, 14 oder mehr Siege holen. Einfach mehr Siege als Niederlagen. Das war das Ziel. Meins zumindest. Und ich habe mich selbst nicht enttäuscht. Gehen wir gerne nochmal schnell die Spieler durch. Scott war absolut top. Kimpembe und Konaté hatte ich meine Anfangsschwierigkeiten. Gingen klar. Netz, einer der schlechteren im Team, genauso wie Stach. Null Tore, null Vorlagen. Ihr seht es hier. Und jetzt aufpassen, ist nichts Besonderes, leider. Und Gioro, 10 Torbeteiligungen. Obwohl sie hinten bleiben bei Angriffen hatte. Und Stach nicht. Also Stach war eigentlich der offensivere ZTM. Naja. Rodman, Kanone, Granate. Ich würde fast behaupten, die beste Karte im ganzen Team. Komar war auch richtig stark, aber Rodman fand ich besser. Sava, eine stabile Spielerin im ZOM. Und Sophia, ja, war jetzt keine krachende Bomber-Neunerin, aber Neunerin, sagt man das so? Ha! Gute Frage, ihr wisst, was ich meine. Aber sie hat dann doch auch ihre Kisten gemacht. Sieht man ja, 5 Sterne schwacher Fuß war auf jeden Fall nicht verkehrt. Auch wenn sie natürlich jetzt nicht die beste Stürmerin war. Rang 5, mehr wollte man nicht erreichen und im Allgemeinen muss ich sagen, es hat was gebracht. Auch das Pressing nach Ballverluste, klar, man geht ein höheres Risiko ein. Das war uns ja von Anfang an klar. Aber wir haben wirklich immer mehr vom Spiel gehabt. Auch wenn wir mal abgeschossen wurden. Wie gesagt, wir hatten ja auch Niederlagen mit dabei. Wir hatten trotzdem immer schneller den Ball zurückerobert. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Man kann jetzt nicht nur sagen, hey, ja, das waren halt 11-mal schlechte Gegner oder irgendwie sowas. Nö, es war wirklich eine stabile Taktik. Das, was wir wollten, wovon wir profitieren wollten, das hat auf jeden Fall geklappt. Und ich kann nur empfehlen, den ein oder anderen Spieler mit dem Batterie-Playstyle im Team zu haben. Es muss bei Gott nicht das ganze Team sein. Ist Schwachsinn, was ich eigentlich gemacht habe. Aber ich wollte ja es Extreme vom Extremen testen. Und dementsprechend muss ich sagen, es hat mich hart überrascht. Also L4 stehe ich mit meinem Main-Team auch oft. Wo ich dann auch immer sage, okay, 11 Siege, Ende Gelände, mehr brauche ich nicht. Ne? Aber dass ich so schnell mit dem Team L4 hole, hätte ich echt nicht erwartet. Ich öffne noch schnell die Belohnungen. Ich erwarte natürlich absolut gar nichts. Die beste Karte poste ich für die nächsten 24 Stunden in die Instagram-Story. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, Freunde. Schaut jetzt gerne in der Endcard vorbei. Hier haben wir natürlich auch noch ein weiteres schönes Video. Oder schaut direkt auf dem Kanal vorbei. Dann könnt ihr euch ein beliebiges anderes Video aussuchen. Gibt genug und alle ultra hilfreich. Ihr kennt das ja, ne? Haut da rein!